Willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Ja, wir sind hier immer noch im Untergrund von Midgar und haben letztes Mal gegen so einen riesigen Schlachtroboter da gekämpft und wir sind jetzt immer noch auf dem Weg zur Kanone, wo wir gegen Hojo antreten müssen. Helen! Cloud! Und da müssen wir ordentlich mal in den Arsch treten. Einfach weil er so kacke ist. Und das hoffe ich mal, können wir auch erreichen. Sind wir denn geheilt und sowas? Ja, sehr schön. Ey, ach, falsche Taste gedrückt. Verdammt. So. Naja. Und das hier sieht mir doch schon so langsam mehr nach der Kanone aus. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Kommen wir denn hier rein und wer ist denn jetzt das? Hallo? Wow, der macht Schaden. Alles können. Weißer Wind, bitte. Bam. Hält viel zu viel aus. Schlag nochmal. Genau. Nee. Okay, sollte der wiederkommen, müssen wir aber stärker das Gegner einsetzen, weil der macht ordentlich Schaden und wir könnten dabei draufgehen. Und das wollen wir natürlich nicht. So, da ist nochmal eine Truhe, die machen wir gleich auf. Was haben wir denn da drin? Hey, das ist Drago-Hieb erhalten, aha. Das ist klasse. Halt, Hojo. Ne? Halt, Hojo, was hat er gemacht? Ist das vielleicht eine Waffe für... Ja, ist es. Und sogar eine ziemlich gute. Hat auch zwei weitere Plätze hier für irgendwas. Machen wir da mal alle Substanz rein. Und da machen wir... Haben wir noch mal... Da ist schon eine Substanz drin, ne? Aber... Das und das... Feuer hat er schon. Erde könnte er machen. Oder auch Gegenangriff, genau. Und wiederbeleben. Eis. Eis ist hier im Moment. Machen wir das aus ein bisschen. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert, deswegen verzeiht bitte. Hier kommt die Wiederbeleben rein und hier kommt Gegenangriff rein. So, und jetzt gehen wir hier mal weiter. Aber hier die ganzen Kabel, die hier zur Kanone führen. Totaler Mist, die braucht die Kanone gar nicht. Wow, was ist das? Okay, ich glaube, wir sollten es ziemlich schnell vernichten. Wow. Mach mal locker. Ehrlich, mach das. Mach kein Mist. Ja, du hast mich doch schon gefunden. Du musst mich nicht mehr suchen. Und dann kein Down, okay. So, ich glaube, das sollte reichen. Noch nicht. Vorsichtshalber mal geheilt. Mach das nie. Oh. Ja, jetzt 3. Zauber. Mit 2. Und dann muss es bitte hinüber sein. Ach, geht doch. Ich wollte schon sagen, wie sieht das aus? Aus ist ja so, weiter auf die Kanone. Ja, jetzt gehen wir doch da. Wir sind da. Yay! Hallo, Hojo! Hojo, hör sofort auf! Oh, der Versager! Erinnere dich wenigstens an meinen Namen. Ich heiße Cloud.
immer, wenn ich dich sehe, ärgert es mich, dass ich so wenig Sinn für Wissenschaft hatte. Ich habe dich als gescheitertes Projekt bewertet, aber du bist der einzige gelungene Sephiroth-Klon. Ich beginne sogar, mich selbst zu hassen. Das ist alles unwichtig. Hör endlich mit dem Unsinn auf. Unsinn? Ach, das? Sephiroth scheint sich auf die Energie zu verlassen. Ich werde ihm also ein bisschen helfen. Warum? Warum bloß? Hör mit deinem ewigen Warum auf, du Schwachkopf. Du könntest vielleicht sogar zum Wissenschaftler taugen. Energieniveau bei 83%. Es dauert zu lang. Mein Sohn braucht Kraft und Hilfe. Das ist der einzige Grund. Dein Sohn? Ja, auch wenn er es nicht weiß. Ja, ja. Was wird Sephiroth denken, wenn er herausfindet, dass ich sein Vater bin? Er hat immer auf mich herabgesehen. Sephiroth ist dein Sohn? Ich habe die Frau mit meinem Kind Professor Gas für sein Genova-Projekt angeboten. Als Sephiroth noch nicht geboren war, nahm er mir Zellen von Genova. Ja. Du. Ich kann nicht fassen, dass gerade du das getan haben solltest. Das scheinbare Verbrechen an Sephiroth. Nein, du hast Unrecht. Es ist mein Traum als Wissenschaftler. Ich hatte mich geirrt. Wer hätte schlafen sollen? War? Du, Hoyo. Ich wurde durch meinen Wunsch, Wissenschaftler zu werden, besiegt. Ich habe auch die Zeit verloren. Ich habe die Zellen von Genova in meinen eigenen Körper injiziert. Wir sind meine Ergebnisse. Oh, mega epischer Kampf gegen Dr. Hoyo. Dr. von Hoyo. Okay, machen wir gleich mal hier so eine große Wache. Du machst Aufruf. Gleich hier was ordentliches. Und hier auch. Irgendwie habe ich so ein leichtes Nebengeräusch hier im Kopfhörer. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Muss man mal warten. Das ist für ein nerviges Soundeffekt ist da so im Hintergrund. Dafür einen Tee trinken. Erstmal hier Bahamut 0 beschwören. Wenn der hier fertig gecastet hat. Was sind denn eigentlich für mächtigere Kreaturen, die er da gespawnt hat? Was fehlt ihm ein? Ein toller Drache. Hier macht Obi-Chan. Oh. Normalerweise müsste Hoyo von dem Atem des Drachen eigentlich schon alleine umfallen. Eine Klappe gestellt haben. Aber ich glaube nicht, dass es großartig helfen wird. New Bang! So, 5000 jeweils. So, das nochmal drauf. Da, was haben wir denn hier schon? Ich habe Ramu noch, den euren Scheißer. Alexander können wir drauf tun. Grüne ziehen wir uns auf, falls doch mal jemand aus der Latschen gibt. Ist natürlich doof, wenn Berit selbst aus der Latschen gibt, aber naja.
Ja, da hat er nicht getroffen, okay. So, mal Alexander da drauf. Entwickelt er sich gerade weiter? Nee, jetzt spawnt einfach nur wieder was, ne? Ja. Naja, wenn er meint. Also es bringt anscheinend nichts, wenn man ständig auf die Ads geht. Man sollte da wahrscheinlich einfach nur auf den Mr. Wojo, Dr. Dr. von Mr. Wojo. Und dann hoffen, dass man irgendwann einfach seine Lebensanzeige runtergehauen hat. Ja. Hinziehen. Aufruf. Oh, den hast du. Bahamut kannst du nochmal machen. Und Starter, den natürlich dann auch noch. Aber alles nacheinander. Der Cloud kann, wenn die Barriere es noch zulässt, eventuell mal Erkennen auf Wojo machen. Vielleicht können wir da sehen, wie viele Lebenspunkte wir ihm abziehen müssen. Ja, das machen wir jetzt gleich, wenn er dran ist. Bam. Macht wirklich fast 10.000 Schaden jeweils. So, und jetzt redet er irgendwas von Markosaft. Wie ist er hinüber? So, nur die erste Form. Okay. Mach mal Erkennen auf dieses Vier hier. Und damit gucken wir, wie wir den runterreißen müssen, sozusagen. Der Hojo an sich war jetzt nicht so die Herausforderung, aber jetzt hat er sich ja transformiert. Der hat auch mehrere Teile, die man angreifen kann. Okay. Ein Teil ist schon mal weg. Das ist schon mal schön. Und noch mal eben auf den Bahamut. Auf den Bahamut warten, damit er ein bisschen weitergeht. Einfach gut und gut ist. Ja. Ich mache ja nicht so viel Schaden wie andere Aufrufzauber. Du darfst große Wache schnell zaubern. Ja, wachst dir mal einen neuen Arm, genau. 55. 17.000 Lebenspunkte müssen wir noch erzielen, okay. Theater mal. Dann kann ich kommen. Machen wir bitter. Ja, komm, wir probieren das hier einfach mal durch. Was denn an Feindeskönnen bei denen da effektivst ist. Ich denke immer ein bisschen. Und dann dürfen die ganzen Leute erstmal ein paar Ether schlucken wahrscheinlich. Alexander nochmal da drauf. Oh, immer da drauf. Immer. So, Ultima bringt er dann nicht nochmal mit. Genau, den in der Mitte. Quasi das Hauptteil. Dann letzter Schliff. Nächstes Tag klaut mal den Ether-Portal. Top-Ether oder wie das heißt. Ja, diese Ether, die einfach richtig voll machen. Richtig zudrücken. Und dann mal schauen. Und da ist er hier schon wieder mächtig am Berg. So viel Lebenspunkte hatte er eigentlich gar nicht. Und wenn wir nur 17.000 abziehen müssen. Und dann Wirbelwind hier. Tut auch, als wäre er der größte. Das macht irgendwie wenig Schaden, habe ich das Gefühl. Aber nochmal erkennen auf ihn. Dann
Zauber. Ah, siehst du, er ist fast down. Dann halt doch bitte zu wissen, ob dann noch eine Phase kommt oder ob es das dann war. Ja, was macht er denn da? Achso, er hängt da rum, okay. Warte mal. Machen wir nochmal kurz Zauberatem. Wir können gerade nicht. Mach nochmal eine Explosion, okay. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Nee, du nimmst Objekt. Oder? Nee. Oder? Doch, komm, machen wir mal. Ja, warum ist denn Kuboether? Noch ihn. Und... du machst einen Todesschlag, weil du ja nicht zaubern kannst gerade. Der ist natürlich schlecht. Das ist ganz schlecht. Einmal kurz erkennen auf ihn machen. Es ist nämlich Cloud und Vincent zum Schweigen gebracht. Und das kann schon mal sehr fatal sein. So, komm, dann machst du halt die große Wache hier nachzaubern. Erkennen hat wohl nicht funktioniert. Jetzt haben wir auch nicht. Turbo-Ether aber auch jetzt laut. Oder auch nicht. Jetzt laut an sich reicht. Und Berit dran ist, dafür erstmal mit weißen Wind hier alle heilen. Du darfst Galianisches Biest machen, das andere ist bringt bei dir eh nicht viel. Jetzt gerade. Ist natürlich kacke. Bräuchte man irgendwie eine Schleife oder sowas, also etwas, das einen vor Statusveränderung schützt. Aber das haben wir jetzt nicht. So, einmal eben hochgeheilt und... Feindes können